Der Meister und sein Lehrling. Sascha Neumann hatte es endlich geschafft, trotz vieler Schwierigkeiten, eine Lehrstelle bei einer Metzgerei zu bekommen, obwohl er eigentlich Polizist werden wollte. Aber wegen den schlimmen Vorfällen in seiner Vergangenheit hatte er sich seinen Traumberuf gegen die Wand gefahren und konnte froh sein, eine zweite Chance zu bekommen und würde sich nicht wagen, noch Ansprüche zu stellen. So lernte er bei den ständigen Fleischermeister Klaus Hubert, der nur Butsch genannt wurde, die Tätigkeit eines Metzgers. Schlachten, Verarbeiten der Fleischteile, Verkaufen und Kundenberatung etc. etc. Sascha machte es richtig Spaß und bekam von Butsch viel Lob, der für ihn wie ein Vater wurde, den der 18-Jährige nie hatte, da sein leiblicher Vater die Familie verließ, bevor er geboren wurde. Der Junge war schon ein halbes Jahr bei Butsch als Lehrling tätig und kannte nun viele Bereiche in der Metzgerei, bis auf einen Ort, der Keller, welcher immer abgeschlossen gehalten wurde. Deswegen fragte Sascha eines Tages seinen Meister, dem er auch Butsch nennen durfte: Butsch, darf ich fragen, was in den Keller ist? Warum willst du das wissen, mein Junge? Ich hab mich nur gewundert, weil der Keller abgeschlossen ist. Wenn du es genau wissen willst, du Grünschnabel, dort wird Fleisch für besondere und reiche Kunden aufbewahrt, die nur ich verarbeiten und verkaufen darf. Daher ist der Keller für dich tabu. Wenn ich dich da unten erwischen sollte, kannst du dir dann eine neue Lehrstelle suchen. Hast du mich verstanden? Zum ersten Mal klang Butsch ziemlich grob, was Sascha von ihm gar nicht kannte, aber er nickte dann mit dem Kopf, da er einen Rauswurf nicht riskieren wollte. Danach war der Meister wieder freundlich und väterlich zu Sascha, als wäre nie etwas passiert. So vergingen weitere Monate, wo Butsch in Sascha so viel Vertrauen hatte, dass er ihm die Verarbeitung des Fleisches überließ und er losfuhr, um alle Restaurants und Supermärkte mit Fleisch- und Wurstwaren zu überliefern, was meistens 1 bis 2 Stunden dauerte. Die Drohung mit dem Rauswurf steckte den Jungen noch tief in den Knochen, so dass seine Neugier erstmal keine Chance hatte und er weiterhin seiner Tätigkeit nachging. Aber eines machte ihn dann skeptisch. Was ist denn an dem Fleisch im Keller so besonders? Die reichen Kunden kaufen auch das Fleisch aus der Kühlkammer. Und Butsch habe ich niemals dafür in den Keller gehen sehen. Und außerdem beliefern wir nur Restaurants, also auch keine besondere Kundschaft. Vielleicht ist im Keller etwas ganz anderes. Ich muss versuchen, den Schlüssel zu bekommen. Oder gar eine Kopie anfertigen. Immerhin kenne ich mich mit Schlüsseln gut aus. Gesagt, getan. Sascha brachte von zu Hause eine Knetmasse mit, die seiner kleinen Schwester gehörte, und schaffte es heimlich, den Kellerschlüssel in die Knete zu drücken und versteckte den Abdruck in seiner Sporttasche. Nach der Arbeit verbrachte er seine Freizeit damit, eine Kopie des Schlüssels anzufertigen. Am nächsten Morgen, als Butsch wieder in die Stadt fuhr, nützte Sascha die Gelegenheit und schloss den Keller auf, wo ihm sofort ein süßlicher Geruch von Verwesung in die Nase drang und er Mühe hatte, sich nicht zu übergeben. »Oh mein Gott, bin ich in der Hölle gelandet?« stieß er mit Entsetzen aus, als er den schaurigen Ort betrat. An den Haken hingen menschliche Leichen von Frauen sowie auch von Männern. In der Mitte des Kellers stand ein Schlachtbock, worauf sich eine blutige Axt befand, und herum lagen abgetrennte Arme und Beine verstreut, nur sah Sascha keine abgetrennten Köpfe. An den Wänden hingen die Schlachtinstrumente eines Metzgers: Messer, Sägen, Hackebeil, eine blutverschmierte Schürze und Kettenhandschuhe. In der Ecke stand ein Ofen und daneben ein Wäscheberg sowie eine Kiste mit Schmuck und Uhren. Sascha hörte ein Plätschern und fand eine Falltür,
die er mit schrecklichem Gefühl im Magen öffnete und in einem tiefen Brunnen schaute, wo er die vermissten Köpfe vorfand und mit Mühe einen Schrei unterdrücken konnte. Danach schmiss er die Tür über den Brunnen, rannte panisch aus dem Keller und schloss ab. Diesen Anblick würde er mit Sicherheit nie wieder vergessen. Auch dachte er nach, freiwillig die Ausbildung zu beenden und etwas anderes zu suchen, wo kein Blut floss oder jemand sterben musste, vielleicht als Verkäufer oder Gärtner. Aber wie sollte er es seinen Meister erklären, ohne dass dieser misstrauisch wurde und ihm selber zu Schnitzel verarbeiten, um Zeugen loszuwerden? Sein Meister war ein Mörder und Kannibale. Sascha überlegte schon, die Polizei zu rufen, aber würden sie einen vorbestraften Jungen glauben? Immerhin waren die Polizisten, Richter und Anwälte dessen Stammkunde, wodurch Sascha diese Ausbildungsstelle bekam, indem sich Butch bereit erklärte, ihm für eine bessere Zukunft vorzubereiten. Nach vielen Nachdenken wollte Sascha zur Polizei gehen und versuchte Butch anzuzeigen, da er sich sonst selber strafbar machen würde und als Mittäter im Gefängnis säße. Gerade band der Lehrling seine Schürze ab, als er das Lieferauto sah, was auf dem Hof parkte und Butch das Gebäude betrat. »Na, mein Junge, war hier viel los?« fragte der Meister und klopfte Sascha kumpelhaft auf die Schulter, wobei es ihm am ganzen Körper schauderte. »Nein, Butch, heute war alles ruhig. Ich hab etwas sauber gemacht«, bekam Sascha mit Mühe heraus und musste das Gefühl von Ekel herunterschlucken. »Na, dann kannst du für heute Feierabend machen. Wir sehen uns morgen in aller Frische.« »Ja, bis morgen, Butch.« Kaum ging der Metzger aus dem Verkaufsraum und in seine Wohnung, als Sascha Hals über Kopf ins Hinterzimmer eilte, seine Kleidung wechselte, die Tasche griff und das Gebäude verließ. Er hoffte dabei inständig, dass Butch nichts mitbekam. Am nächsten Morgen eilte er zur Polizeistation und rief in den Raum. »Ich muss sehr viele Mordfälle melden! Butch, ich meine Herr Hubert, hat viele, viele Leichen im Keller! Schnell kommen Sie, Herr Wachtmeister!« Der Wachtmeister sah den Jungen nur ungläubig an und fragte nur, »Hast du dafür Beweise, Sascha?« »Leider nein, aber ich kann Ihnen den Ort zeigen. Um die Zeit ist der Meister unterwegs. Bitte kommen Sie schnell, bevor er wiederkommt und die Beweise vernichtet.« Der Beamte verdrehte die Augen, schnappte sich Handschellen, seine Mütze und Pistole und ging mit Sascha zur Metzgerei und ließ sich in den Keller bringen. Aber zu Saschas Entsetzen war der Keller nicht übersät mit Blut, Leichen und Körperteilen, sondern war blitzblank geputzt. Als Sascha die Klappe des Brunnen öffnete, fand er keine Köpfe mehr, und auch im Ofen war keine Spur von verbrannten Knochen, und auch die Kiste mit Kleidern sowie Schmuck war leer. Auch die Instrumente und der Schlachtblock waren verschwunden. Für den Jungen war es ein Schlag in die Magengrube. »Also wo sind die Leichen, Sascha? Ich kann hier nichts erkennen. Wenn du mich zum Narren gehalten hast, dann...« »Ich schwöre, dass hier gestern ein zweiter Schlachthof war. An den Haken hingen die Leichen. In der Mitte stand ein Block mit Axt. Alles war voller Blut und Körperteile«, sagte Sascha und fuhr sich mit seiner Hand durch die blonden, kurzgeschorenen Haare. »Was ist denn hier los, Sascha? Warum ist die Polizei hier? Was hast du in meinem Keller zu suchen? Ich will eine Erklärung«, sagte Butch und sah alles andere als begeistert aus. Sascha sah die blutige Schürze und das Beil in dessen Hand und versteckte sich hinter dem Beamten, als würde ihm eine Hinrichtung erwarten. »Beruhigen Sie sich, Butch. Der Junge kam aufgelöst in die Polizeistation und wollte Morde melden, die hier im Keller stattfanden.« »Was?« »Oben ist der Schlachthof und nicht hier unten. Der Junge hat nur viel Fantasie, wobei er dafür schon etwas zu alt wäre. Aber warte mal, wie hast du eigentlich den Keller aufgeschlossen? Nur ich habe den Schlüssel.« Auch der Polizist wurde hellhörig und sah Sascha an.
Ich dachte, du hättest damit aufgehört, Junge. Das sah für Sascha ganz und gar nicht gut aus. Da er in der Vergangenheit viele Haustürschlüssel kopiert und so in die Häuser einbrach, wobei man ihn auf frischer Tat ertappte. Aber das war noch nicht alles. Denn Sascha begann auch eine schwere Körperverletzung aufgrund einer Kneipenschlägerei, die er angefangen hatte. Darum war es für Sascha ein Glück, dass er noch eine Chance bekam, aber wegen dieses Schlüssels alles zunichte machte und mit einer weiteren Strafe rechnen durfte. So war seine Aussage mit Butch als Mörder im Sande verlaufen. Tja, mein Junge, das war's wohl. Du kannst deine Sachen packen und von hier verschwinden. Du hast es dir selber versaut, sagte Butch mit ernster Miene. Ich erwarte dich morgen auf der Station, Sascha, meinte der Beamte und verließ verärgert die Metzgerei. Kaum war der Polizist gegangen, begann Butch höhnisch seinen ehemaligen Lehrling anzugrinsen. Ich wusste, dass du hier gestern herumgeschnüffelt hast, obwohl ich es dir verboten habe. Du kleiner Schlawiner, aber ich kann beruhigt sein, denn wer glaubt schon einen vorbestraften Kleinkriminellen? Wo sind die Leichen, du Mistkerl? Fragte Sascha mit zittriger Stimme, da er wusste, was ihm gleich blühte, und sich von Butch einige Schritte entfernte. An einem sicheren Ort, wo du auch hinkommen wirst, brüllte Butch und schlug mit der Axt nach Sascha, der aber auswich. Nun begann ein Kampf zwischen dem Meister und seinem Lehrling um die Axt. Zuerst schien Butch die Oberhand zu gewinnen, aber Sascha kannte eine Schwachstelle seines Chefs, welches er sich vor Jahren bei einem Motorradunfall zuzog. Seine linke Kniescheibe könnte bei Stößen zerbrechen, wobei er dann hilflos wäre. Deswegen trug er immer einen Knieschützer, aber an diesem Tag hatte er es wahrscheinlich vergessen, was für Sascha großes Glück bedeutete, denn er begann, mit voller Kraft gegen dieses Schienbein zu treten, wobei er ein lautes Knacken und die Schmerzensschreie des Metzgers vernahm und er auf seine Knie fiel. Sascha schwang die Axt und schlug Butch den Kopf ab. Sascha zitterte am ganzen Leib, ließ die Axt fallen und verließ panisch die Metzgerei, aber da er bei voller Blut war, störte ihm nicht. Er wollte nur noch weg, deswegen rannte Sascha ins Elternhaus, packte seine Sachen, hinterließ seiner Familie einen Abschiedsbrief und verließ mit etwas Taschengeld die Stadt. Danach hatte man ihn nie wieder gesehen. Nach Jahren fand man in einem verlassenen Haus ein Skelett an einem Strick, aus Schnürsenkeln gebastelt, auf dem Dachboden hängend vor, der die blutverschmierte Kleidung trug und den Ausweis von Sascha Neumann besaß. Trieb ihn die Angst vor einer Strafe oder aus Schuldgefühlen in den Suizid? Das weiß bis heute keiner.